So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last of Us. In der letzten Folge haben wir uns mit Bill und Ellie schon ein ganzes Stück weit vorangeschlagen, um die Teile für das Auto zu finden, mit welchem wir zu Tommy fahren müssen, weil Tommy ja Kontakt zu den Fireflies hatte, weil er sich von allem zurückgezogen hat, komplett, sowohl von Joel aus irgendwelchem Grund, also ich weiß den Grund gerade ehrlich auch nicht, oder ob der Grund überhaupt gesagt wird, warum er sich zurückgezogen hat. Auf jeden Fall hat er vielleicht noch Kontakt zu den Fireflies, bei denen wir ja Ellie abgeben müssen, damit eine Heilung gegen diesen Cordyceps-Pilz eben ja ermöglicht werden kann, weil wie wir alle wissen, Ellie ist immun. Und ja, unser nächster Weg führt uns auf jeden Fall in die Highschool. Die Highschool ist da vorne, also man sieht, Moment, sieht mich hier irgendjemand, wenn ich aufstehe? Nope. Also da steht ja Highschool, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Und ja, da müssen wir jetzt erstmal an den ganzen Runnern vorbei. Ich will irgendwie die ganze Zeit Beißer sagen, weil ich mit dem Begriff eben ja sehr vertraut bin durch The Walking Dead. Aber jetzt erstmal hier an die Mauer. Okay, so wie es aussieht, sind es hier nur Runner. Mit Runnern komme ich eigentlich gut klar. So. So, dann wieder die Lage checken. Oh Mann. Ach komm schon. Muss das jetzt sein? Verschwinde doch. Mann. Falls hier nicht auch noch Klicker auftauchen, heißt das. Aber nö, das scheint es gewesen zu sein. Und dann geben die mir nicht mal was. Alter, was für Assis. Okay, können wir hier irgendwo vielleicht da rein oder irgendwo irgendwelchen Stuff sammeln? Ich gehe mal hier drauf. Da hinten haben wir angefangen, bei dem Wasserturm. Da haben wir angefangen, sind dann zu Bills ersten Lager, dann zur Kirche, die wir jetzt gerade hier nicht mal sehen können. Die müsste eigentlich in die Richtung sein, aber ich weiß gerade nicht genau, wo die sein soll. Und hier bis zur Highschool eben. Und ja. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier noch irgendwo Stuff finden. Da will ich vielleicht nicht lang. Aber ich bin's. Ellie, lauf, lauf! Oh Mann! Sie kommt von überall! Scheiße! Hey! Verschwinde! Ich nehm's gerne mit euch allen auf, wenn ihr wollt. So, dann der nächste. Verschwinde von mir, meine Güte, ey. Oh Scheiße, wir müssen Ellie helfen. Das war einfacher als gedacht. Wir müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Vorsichtig da. Danke, Bill.
ist okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Ah, da ist ein Truck in die Schule rein. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Fuck. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Die Tür ist zu. Beeilt euch doch. Um an die Batterie zu kommen. Los, Bill. Ich hab's. Und es wird los. Beeilung. Scheiße. Los, komm. Scheiße. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Sie kommen rein! Oh Mann! Wir schleichen uns hinten raus! Scheiße, jetzt sind hier auch noch Infizierte. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Oh shit. Okay, also wir haben einen Klicker. Zwei Schlafende, die ich gerade nicht in den. Ah, wir haben drei Klicker. Das ist auch noch ein Klicker hier. Ich glaube, wir haben hier nur Klicker. Verdammt. Verdammt. Wir haben nur 55. Immer so kompliziert, ey. Ich warte, bis der Klicker näher kommt. Komm schon. Komm her. Komm näher. Scheiße. Komm doch wieder her. Da haben wir einen Runner. Uff, ich habe meinen Timer gar nicht angemacht. Moment kurz. Genau, wieder auf 15 Minuten. So, und jetzt komm her. Jetzt stirbt doch endlich. Der geht mir gerade so auf die Nerven. Ich kann halt nicht einfach hinrennen und den zusammenschlagen, weil das funktioniert bei den Klickern leider nicht. Ansonsten hätte ich das schon ewig getan. Oh scheiße, der Runner darf uns nicht sehen. Jetzt komm her. Oder soll ich euch alle auf einmal fertig machen, indem ich eine Flasche werfe und dann einen Molotow-Cocktail? Nee, Mann. Nee, ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen taktisch vorgehen. Aber der Klicker, der interessiert sich gar nicht für uns. Der war doch eben noch hier. Warum bist du jetzt da nach hinten, Bro? Na gut, vielleicht ist das ja eine Gelegenheit, uns den Runner zu nehmen.
Sofern der Klicker halt nicht jetzt wieder direkt zurückkommt. Das ist halt Voraussetzung. So, einmal schön erwürgen. Dann haben wir diese Gefahr schon mal weg. Der Klicker ist da ganz hinten. Da oben ist noch einer, der hier runterspringen kann. Das ist auf jeden Fall ein Runner. Jetzt gucke ich mal, wo der Kollege hin will, der hier gerade angelaufen kommt. Okay, der dreht auf jeden Fall wieder um. Haben wir eine Möglichkeit hochzugehen? Ich will das jetzt mal kurz ausprobieren, weil der schläft da oben. Und im Fall der Fälle möchte ich nicht, dass er uns auf einmal angreift. Aber nö. Also ich könnte ihn höchstens mit einem Pfeil killen. Aber das wäre es mir nicht wert. Das heißt, wir müssen einfach nur schauen, dass der nicht wach wird. Ah, jetzt kommt hier der wieder. Und der dreht aber schon wieder um, okay. Das heißt, wir haben doch nur diesen einen Klicker. Aber wenn der Klicker weg ist, den Rest können wir auch zusammenschlagen. Also das ist nicht das große Ding. So, jetzt dreh mal bitte wieder um. Dankeschön. Oh Scheiße, der Klicker ist wieder da. Oh, 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 oh. Halt, nein, der Klicker da ist einfach nur wach geworden. Ah, oh, Scheiße. Muss denn alles so kompliziert sein? Könnt ihr ein bisschen leiser sein? Meine Güte, okay, wenn er das nächste Mal kommt, warum läuft der jetzt schon wieder hier lang? Ich könnte einen Molotow-Cocktail werfen, aber das ist es mir nicht wert. Scheiße, Mann. Oder? Okay, doch, ich mach das jetzt. Jetzt haben wir halt nur noch zwei. Und der da oben checkt gar nicht, was los ist. Aber zumindest war es jetzt hier. Sollen wir den da oben zusammenschlagen? Das ist ja ein Runner. Ja, okay. Oder? Ja, okay. Hey, Kumpel. Na, wo bist du? Warte, ich mach mich mal kurz auffällig. Hey, hallo, hier bin ich. Hallo? Hey. Ich will jetzt nicht schießen, das wäre ja voll unnötig jetzt. Oder einen Schuss in den Kopf. Also wenn ich ihn treffe. Thank you.
Na, so geht's auch. Durch die Klassenräume geht's schneller. So, haben wir hier noch irgendwelche. Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Ja, ich weiß doch, Bill, aber ich will ja auch Sachen sammeln. Weißt du, ich bin ein großer Sammler. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich auch ganz viel sammle. Aber alte Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, das hier war mal eine Highschool, das war mal eine ganz normale Schule. Stellt euch mal vor, so die Apokalypse bricht aus und auf einmal, ihr kommt so irgend... Hier geht's durch. Wir müssen an wen vorbei. Ihr kommt so irgendwann wieder an eure Schule. Und dann sieht's einfach so aus und da laufen so diese hässlichen Viecher rum. Okay, ein Klicker, zwei Runner. Wenn der Klicker hier entlang kommt, was er tun wird, dann... Ja, ersteche ich ihn einfach. Alles klar, Bill. So mache ich's auch immer. So, der Runner ist da. Hi. Na, mein Freund. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Oh ja. Tja, kann passieren. So, hier haben wir wieder was. Eine Nagelbombe ist ganz gut. Ah, ich hätte mir auch ein Messer machen können, oder? Naja, egal. So. Okay. Und ich will aber wieder die andere, die ist stärker. Ei, jebiger. Da können wir lang. Den Flur runter. Sind es Klicker oder Runner? Ah, ich will jetzt nicht meinen Baseballschläger verschwenden. Dann verschwende ich eben hier meine Pistole. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Also den einen, den greife ich jetzt gleich, wenn er hier reinläuft. Dann verschwende ich doch nicht ganz so viel. Ich hasse die Dinger. Ja, okay, dann halt. Mann. Immer muss ich meine Scheißdinger an euch verschwenden. Stirb, stirb. Danke. Danke für gar nichts. Habe ich wenigstens irgendwo Medizin? Komm schon. Irgendwo ist doch bestimmt irgendwas. Das ist in der Schule. Irgendwo Erste Hilfe oder so. Gar nichts. Also an die Schule wäre ich nicht gegangen. Dann halt so. So, aber jetzt wieder zu der wechseln. Jo. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, dann hier rein. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? Ah, bitte nicht so laut. Komm schon. Noch mehr. Türen versperrt. Das klingt nicht gut. Oh nein. God damn it. Verdammt, was ist das denn? Ah! Verdammte Blute. Heilige Scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Wie macht das? Okay. Ach du Scheiße. Nein, halt dich von meinen Freunden fern und geh du bloß weg. Fuck.
Oh shit! Hilfe! Der Blauter darf uns nicht treffen! Hab ich ihn? Was war das für ein großer Typ? Oh mein Gott. Sie lang infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Ja, bitte. Klettern wir auf die Tribüne. Hilf mir auf, Joel. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los. Warum muss eigentlich immer ich als Letzter? Ich will nicht immer als Letzter gehen. Bill. Komm schon, kommt. Komm schon. Joel, hinter dir! Oh, Scheiße! Fickt euch! Oh, Scheiße! Okay, okay! Oh! 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 Oh, ich hasse diese Dinger! Jetzt helft mir hoch. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Dankeschön, dass ich auch mal hoch darf. Vielen herzlichen Dank. Nach 300 Jahren. Gibt's hier links noch irgendwas? Sieht nicht so aus, okay. Hier lang! Wir sind leichte Beute. Oh Mann. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Beeile dich. Dankeschön. Ja, mach noch langsamer. Eine Taus los. Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann Lass sich den Job... Tess da raus! Ganz das hat nicht ihren... mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Okay. Das gehört auch mir. Also Leute, ich würde sagen, die Folge wird heute ein bisschen länger. Gute Idee. Sehr viel sogar. Ich lasse es dich wissen.
Ja, die Folge hier heute wird definitiv ein bisschen länger. Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht hier finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, solltest du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Oh Mann. Hoch können wir leider nicht. War es hier etwa schon? Ja gut, scheint so. Okay. Bereit. Liegt hier noch irgendwas? Moment. Okay, hier liegt nichts mehr. Ah, da war, glaube ich, noch was. Okay, aber Schrotflinte haben wir leider voll. Mann, ich will noch mehr. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Dann schieben wir das Ding mal an. Okay, leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt! Jetzt gib Gas! Gib Gas! Super. Hey! Ganz toll, Kleine! Okay, die Scheiße, Infizierte. Oh Scheiße, da ist ein Klicker. Moment. Verpiss dich. Okay, den Klicker haben wir, glaube ich. Okay, das war's mit dem Klicker. Zurück zum Truck. Ja, ich helfe ja schon. Wir sind zu langsam. Komm schon, Beeilung. Ja, wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Oh Mann. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Du kommst her. Ein Augenblick. Oh Scheiße. Okay, jetzt. Fuck you. Endlich. Was? Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Scheiße, Mann. Okay. Beeilung, beeilig. Beeilung, Beeilung. Wir müssen nur bis zum Hügel. Da haben wir einen Baseballschläger, den nehme ich mir gleich. Weil die kommen jetzt hier wieder von rechts angekrochen. Okay, dann kommt mal her, meine Freunde. Fuck. Wir müssen auch so ein bisschen auf Ellie achten.
Nein, das lässt du schön bleiben. Okay, jetzt nur noch der Klicker. Hier liegt noch ein bisschen was. Okay, das haben wir genug. So, dann komm mal her. Ich bin absolut kein guter Schießer in solchen Spielen. Alles klar. Komm schon. Komm schon. Nein, das schaffe ich jetzt gerade nicht. Ach, wisst ihr was? Verschwinde doch. So, ist Ellie in Sicherheit? Ja, ist sie. Okay, Ellie, halt dich bereit. Ah, Moment. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie, meine Schrotflinte ist voll? Die ist doch nicht voll. Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssen jetzt. In den Truck. Jetzt oder nie. Joel, lass es. Wir müssen hier weg. Ja. Los, los. Gib Gas. Fahr. Oh yeah. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann.
Pittsburgh. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du, Champis? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Okay, das ist, wo wir diese Folge hier beenden werden. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, was jetzt passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Was los ist, sehen wir in der nächsten Folge. Und wer das ist, sehen wir alles in der nächsten Folge. To be continued, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Last of Us. Bis dann. Tschüss. Und ciao.